Weiter geht's. Ups. Gut. Aber eigentlich will ich ja dahin. Oder soll ich da schon hin? Ich bin mir jetzt echt nicht ganz sicher, was besser ist. Yuna besteht darauf, dass sie dabei helfen kann, die Leute von Yarikawa für ein Anliegen meines Onkels zu gewinnen. Hier ist noch der Sake-Händler. Hier auch. Hier ist noch Yuna. Ich habe hier so viele Baustellen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Hier unten? Easy. Haben wir durch. Komplett. Aber hier ist halt echt noch viel. Ach, weißt du was? Ich mache einfach mal das hier. Plus Kinder. Im Übrigen, für die Leute, die gerne mit Jugendwörtern arbeiten, wie zum Beispiel Kappa, Kappa, Kappa. Keine Ahnung, von wann das ist. Oder wie sich das den Weg in den Chat gefunden hat. Aber Kappa ist genau das, was wir jetzt hingucken. Und zwar über Kreaturen, die Fischer in Akashima angreifen. Und zwar ist Kappa eigentlich ein, wie gesagt, japanischer mythologischer Dämon, der als fischähnliche Kreatur in Größe eines Kindes dargestellt wird und entsprang aus dem altjapanischen Märchen, was man Kindern damals erzählt hat, nur damit man, damit sie nicht zu nah am Wasser spielen und ertrinken. So haben sich die Leute damals erklärt, wenn Kinder ertrunken sind oder so. Ich nehme an, die große Augenzeugen waren dann halt eher damals, dass Leute dann zum Beispiel wahrscheinlich Leichen im Wasser gefunden haben, die natürlich durch die Leichengase beim Verwesen nach oben getrieben sind und das nicht gesehen haben, weil die sind ja dann aufgedunst, wenn die im Wasser lagen oder so. Also Wasserleichen. Und ja, die sind dann vor Angst weggelaufen und dadurch entstand dann dieser Kappa-Dämon. Ja gut. Die Flusskinder. Ah, ein Haiku. Ciao, Che. Auf die Schnauze. Bing, bing. Schöner Anblick. Entrinnung schwindet. Kein Weg mehr zu sehen. Ich würde sagen, einst schöner Anblick. Dunkle Erinnerung. Immer zusammenstehen. Einst schöner Anblick. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Einst schöner Anblick, du ne
Dunkle Erinnerung. Nichts da. Ein schöner Anblick. Was? Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Wer bist du? Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Alter Junge, dich schnupfe ich weg wie Koks unter meiner Vorhaut, du Pisser. Bing, 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 bing. Ching chong, ching chong, ching. Bing kong, ching kong, ching. Bing kong, bay. Mich wiederbeleben. Oh, komm schon, leck mich. Willst du mich verarschen? Man kann den Gegner auch ein bisschen übertreiben. Wundert mich, dass er... In einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Ah, warum? Versteh's nicht. Ich glaube, der schnupft mich eher als guckt unter seine Eichel weg. Ja, natürlich. Willst du mich verarschen? Weißt du, wenn bei mir ein Angriff abgeblockt wird... Mist, du spielst immer noch. Ihr habt in einer Burg gelebt. Halt dein Maul. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Ja, ganz genau. Ja, natürlich. Sein Block geht nicht runter. Mist, du spielst das immer noch. Warum immer noch? Findest du das so schlecht? Ja.
Auf jeden Fall grüße ich dich. Und das Spiel eigentlich saugeil. Ihr habt in einer Burg gelebt. Halt der Maul. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Alter, die Duelle sind echt übel. Ja, natürlich. Ja, mhm. Ich hau mit einem festen Angriff drauf und es interessiert ihn einfach gar nicht. Weiß halt nicht was. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Alter, lutsch mir noch meinen Rosetten. Arschlochwund. Alter, so eine Mistsau. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch... Warum seid ihr dann außer Atem? Mich veräppeln! Warum kann ich rote Angriffe nicht parieren? Ja, natürlich erneut versuchen. Also das ist übel. Warum ist der so stark? In einer Burg gelebt. Das hat euch verweichelt. Warum seid ihr dann außer Atem? Warte Geburt. Wie geht's dir? Justine. Leb wohl, Ronin. Sau. Was ein Sauhund. Machen wir hier mal mit den Flusskindern weiter. Ja, was den Bogenschützen-Sensei angeht, bin ich echt vorsichtig. Sag ich ganz ehrlich. Weil die Tomoe hat uns ja echt vorgewarnt. Und so böse, wie die sein soll, hätte die gar nicht mit uns reden dürfen. Was aber doch passiert ist. Bevor sie dann runtergefallen
beziehungsweise von der Klippe gesprungen ist, ohne... Ich meine, sie hätte uns erschießen können. Sie hat uns einen fliegenden Pfeil aus dem Wurf mit ihrem Bogen verballert. Hier war ich doch schon. Also hier gibt es das Gerücht. Dass mein Herr, es ist noch da draußen. Flussdämonen gibt. Und hier ist auch der Ursprung von diesem Tapa. Es kam des Nachts. Habt ihr es gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name? Shino, mein Herr. Shino. Oh, sagt, was Shino. Habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon. Seid ihr sicher? Ich hab's euch gesagt. Geschichten, die mein Vater erzählte. Ein Monster im Fluss. Clownspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb. Und mein Vater ging, um das Kappa zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und Schreie. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Kappa, ein Flussdämon. Ja. Seid vorsichtig, Herr. Die Kappas sind hungrig. Ja, mein Schwert ist auch hungrig nach Kappas. Umgeworfen. Jemand hatte es eilig. Angefressene Fische. Angebissener Fisch. Da war jemand ausgehungert. Spuren könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Interessant. Die Spuren gehen weiter. Verfolge das Kappa. Yes. Bin ich schon 10 Meter zu weit? Hier. Ich kann auch die Spuren nicht sichtbar machen, ne? Das finde ich persönlich eigentlich ganz geil. Ich meine, bei Witcher 3 haben sie das mit den Hexersinnen so geklärt. Okay. Bei den Horizon-Spielen... Es ist der Fokus, aber bei bei Days Gone. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Ja, ganz genau. Ich glaube denn schon an Dämonen. Mehr Spuren. Die führen dort lang. Oh no. Machst du das bitte, Justin? Dieser Geruch. Gegrillter Fisch. Ich danke dir. Bis Minecraft.
Hier geht's weiter. Alt-Kanazawa-Sumpf. Verstehe. Muss mich erstmal wieder... Das war kein Kappa. Nur Diebe und Mörder. Auch eine Art Monster. Ja, ein paar Diebe. Keine Ahnung, kein Dämon. Feindliche Schütze! Verstecken! Los, in Deckung! Macht schneller! War er das? Ich töte dich! Sie haben sicher Shinos Vater bestohlen. Ja, wollte schon sagen. Eine Flöte. Hat wohl Shinos Vater gehört. Wegen einer fucking Flöte? Ich werde sie ihr bringen. Warum muss ich die jetzt alle wegnehmen? Du kleines Arschloch. Wie er den Arm hebt. Nee, nee, nee. Falsche Seite, mein Freund. Ja, Hauptsache, er liegt ja schon im Dreck, okay. So, dann wollen wir der guten Shino mal... Ja, das waren halt Banditen, die im Fluss sich versteckt haben, ne? Und dementsprechend halt Sachen gestohlen haben. Mit Messern und so weiter und so fort. Ja. Die Leute dachten, das wäre ein Kappa gewesen. War es aber nicht. Ich habe ganz vergessen, dass ich mir so viele geile Teesorten geholt habe, weil ich die ganze Zeit nur Cola und so einen Scheiß getrunken habe. Was ist Zitrone oder Limette? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht ans Flussufer gehen. Mein Vater. Tut mir leid, Shino. Das Kappa hat ihn getötet. Mm-mm. Kein Kappa. Diebe. Nein. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja.
Er kommt mit mir nach Akashima. Vielen Dank. Ich werde bald aufbrechen. Ja. Arme Shino. Talisman der Prügelei. Herrlich. Ja, da haben wir hier eigentlich gut was abgegrast. Aber warum? Ah, hier. Hier könnten wir jetzt was weitermachen. Die sechs Klingen des was? Kojiro. Mach erstmal das hier. Ah ne, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich werde den Ort noch besuchen, dann beende ich den Part und dann sind wir für heute, glaube ich, auch erstmal durch. Würde ich sagen. Also nicht für heute durch, sondern generell mit dem Spiel. Und dann können wir mal gucken, ob wir mal ein Game wechseln. Vielleicht hat ja jemand Lust, noch mal ein bisschen Ranch Simulator zu spielen oder so. Je nachdem. Hier heult doch jemand. Ach so. Ich nehme an, das war dein Zuhause. Ja. War nicht so schön. Kann ich verstehen. Ich nehme an, das wird irgendwas Kleines sein. Fuchsbau oder sowas. Irgendwie so. Eigentlich wollte ich ja noch mindestens mal ein Stündchen Horizon Forbidden West spielen. Weil dann bin ich nämlich für Oktober mit dem Spiel bzw. mit den Aufnahmen durch. Und kann mich so ein bisschen auf Tsushima konzentrieren. Weil es werden halt demnächst halt auch Spiele rauskommen. Ja. Die dann halt auch meine Aufmerksamkeit erwarten. Siehe Bayonetta. Oder Plucktail. Freut ihr euch eigentlich so wie ich auf Plucktail 2? Also, Juna wird es nicht kennen. Scharlachfelsschrein. Aha. Wie komme ich da hoch? Aber die Hino kennt es auf jeden Fall. Hino kennt es und die Sakura auf jeden Fall. Oder wer hat es damals? Ich glaube bei dem 24-Stunden-Stream damals auf YouTube war, glaube ich, die Konchi und die Hino. Nee, die Konchi und die Sakura. Die haben mir, glaube ich, extrem lange zugeguckt. Hino nur bis zu einem gewissen Grad, meine ich. Aber ich meine, ihr habt das... Also alle, die öfters zugucken... Oder schon eine Weile müssten das kennen. Ah, du unser Kura. Okay. Ich war mir nicht ganz sicher.
wer von den lieben Damen mir da bis morgens um 9 zugeguckt hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Und soweit ich das weiß, fand ich das Spiel eigentlich auch ganz cool. Aber wenn du hier runterfällst, kannst du den ganzen Scheiß neu machen. Nee, ich will erst nochmal hier mein Gebet ablegen. Wo mach ich denn das? Achso, ja, hier. Ja, und der zweite Teil kommt am 18. November raus. Das ist aber ein Dienstag. Weiß ich nicht, ob der Herbstferien sind oder was weiß ich, aber wahrscheinlich nicht. Herbstferien sind ja meistens nur 2 Wochen im Oktober irgendwann. Und ja. Also ich habe 4 Termine. Davon sind halt leider nur 3 an einem Freitag. Final Fantasy Crisis Core für die Switch am 13. Dezember. 28. Oktober Bayonetta 3 für die Switch. 18. November. Plague Tale Requiem. Für die PS5. Und Dingsbums. Da war ich doch auch schon. Nee, was? Da war ich doch schon. Eine Nachricht am Feuer. Und halt den 28. November Pokémon Karmesin. Was auch ganz interessant ist, weil eigentlich sollte es ja Scharlach heißen, weil es ist ja Scharlachrot. Aber das ist das gleiche wie mit Pokémon Tekken. Oder Pocken, wie es international heißt. Das haben sie in dem Sinne nicht gemacht, weil Scharlach hier eigentlich, also hierzulande eigentlich eher als Kürzel für Scharlachfäule genommen wird. Auch wieder negativ behafteter Krankheitskürzel. Scharlachfäule oder Scharlachfieber, ich bin mir selbst nicht so ganz sicher. Dementsprechend heißt Pokémon hier Karmesin und nicht Scharlach, obwohl es eigentlich Scharlachrot sein soll. Ja, so als kleiner Funfact. Genauso wie Pokémon Pocken halt hier Pocken eher Krankheit sind. Deswegen heißt Pocken hier nicht Pocken, sondern Pokémon Tekken DX. Nein, nicht schnell. Nein, nicht aufnehmen. Wir sind... So, YouTube, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ja, ich will überschreiben.